So, meine Lieben, willkommen zurück. Wir machen weiter mit der IEM Oakland 2016 und haben jetzt hier einen Voranalysten geholt, einen anderen. Der wird uns hier ein bisschen mit Knowledge unterstützen, der Kaki. Hallo! So, grüß dich, Kaki. Davu haben wir jetzt kurz rausgeschickt, der darf jetzt irgendwie schaufeln gehen, Kohle schaufeln gehen, damit es hier warm wird. Ja, das hat er auch verdient, der Lappen. So, wir gucken mal ganz schnell rein, was jetzt als nächstes auf dem Plan steht. Und zwar machen wir weiter mit Navi gegen G2. Und vor allem für Navi geht es jetzt richtig um die Wurst, oder? Ja, also die haben jetzt nicht gut gespielt. Sehr erstaunlich eigentlich für sie. Overpass könnte nochmal so der Knackpunkt sein. Aber so wie Astralis drauf war, glaube ich einfach, das wird nichts für Navi. Die scheiden jetzt einfach aus. Ja, also... Oh, mein Headset. Ja, Headset ist ein bisschen verrutscht. Außerdem, außerdem sieht man da was. Was? Da guckt was raus. So. Oh nein, habe ich mein Hosentürchen nicht zugemacht. So, wir machen weiter. Gucken wir mal, das geht schon in die Piste. Wir müssen jetzt unbedingt in die Piste gehen. Okay, dann leg mal los. Also, die Jungs von Navi, die verloren jetzt richtig. Die müssen jetzt richtig, da geht es jetzt richtig zur Sache. Denn wenn die jetzt nicht gewinnen, dann kann es sein, dass sie direkt aus dem Turnier raus sind. Und dementsprechend muss das jetzt gewaltig alles stimmen. Overpass ist eine Map, die ihnen vielleicht ganz gut liegt. Jetzt gucken wir mal, Smith und Body. Die beiden haben da oben ordentlich Damage gemacht. Ja, die haben schon ganz gut vorgelegt. Wie gesagt, das schaut nicht gut aus für Navi. Simple auch schon ganz weit weg. Von der Action. Aber jetzt müsste irgendwie noch festgenagelt. Ja, 1-0 G2. So einfach. So einfach scheint es zu gehen. Gar nicht mal so sehr auf die Execution angekommen, sondern hat vorher schon die Picks bekommen. Genau, so sollte man Overpass halt spielen. Schnell drauf, ein, zwei Kills, Map Control sammeln und dann kann man ganz easy auch die Runde holen. Oh! Ich glaube, Dabu kommt gerade wieder. Also, ich setze mich dann wieder hinter. Ja, alles klar. Kaki, danke, dass du da warst. Danke für deine Worte. Jo, danke Kaki fürs Einspringen. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen gekocht und Kohle geschaufelt. Und Navi anscheinend nicht so sehr. Was ist denn da passiert? Da ist nicht so viel Dampf hinter. Ist ein bisschen problematisch, wenn man jetzt so viel Druck schon in der Gruppenphase auf sich hat. Und dann Navi direkt aus der Gruppenphase, das wäre natürlich eine Riesenkatastrophe. Wir waren mal mit Favorit in fast jedem Team, zu mal gucken, ob wir aus der Gruppenphase rauskommen. Ja. In einem Turnier, wo sogar einige Teams noch fehlen. Virtus Pro zum Beispiel. Kein Virtus Pro, kein Fnatic, na gut, Fnatic. Ja, aber ja, ein Schatten ihrer selbst. Wenigstens Mausboards dabei, aber die wären ja höchstens in den Playoffs dann zum Gegner geworden. Zum Endgegner höchstwahrscheinlich. Ja, in der Verfassung schon. Da kann Nico ja alleine Navi besiegen. Aber wir wollen den Abend nicht zu früh loben, denn der Tag ist noch nicht vorbei und Navi versucht jetzt nochmal richtig gut dagegen zu halten. Das funktioniert erstaunlich gut. Scream mit der Galil, Shox mit der MAC-10, aber dann kommen die Kills doch noch rein. G2 mit Ach und Krach die Runde noch geholt, aber eben sehr viel Equipment und Waffen auch liegen gelassen. Also Shox ist nicht mal in die AK gekommen, dadurch nicht so viel Geld bei G2 zur Verfügung, wie man hätte haben können. Ja, jeder Kill zählt natürlich und nimmt dem Gegner das, macht das Portemonnaie klein. Interessant ist, dass G2 jetzt wirklich, und das machen sie auf Overpass halt so gerne, volles MAC-10 und MP9 Aufgebot, je nachdem welche Seite man spielt. Ja, und keep on running. Ja, da wird dann einfach drauf marschiert. Overpass kann man als C ganz gutes Tempo vorgeben, man kann einfach durchpushen und das werden sie jetzt wahrscheinlich auch weiter tun. Shox legt sich da gut und gerne mal mit dem Spot an. Während Edward auf A Besuch bekommt, er macht viel Damage an Body, aber das war nicht genug. Scream kommt seinem Teammate zu Hilfe, kriegt den Frag hier. Auf B könnte man nochmal einen möglichen Frag für Navi sehen, aber Shox merkt, okay, da gibt es jetzt nicht viel für mich zu holen. Ich checke erstmal meinen eigenen Rücken ab. Navi versucht wegzubleiben. Das wird relativ schwer.
G2 plantet nicht mal. Das ist denen egal, die gehen komplett auf Frags. Und das hat Navi natürlich jetzt auch wieder ein bisschen in die Bredouille gebracht. Die haben hin und her rotiert, wussten nicht genau, was abgeht. Body jetzt schön geflankt von Flamey, aber nein, da gibt es nichts zu holen, Flamey. Das war leider nicht der wichtigste Spieler für G2. Oh, vielleicht der APK und Shox, die sind noch gut angeschossen, die könnte man vielleicht noch erwischen. Ja, aber leider rennt er in Shox rein, der die Deagle parat hat als Supportwaffe für die MAC-10. Man hat eine Close, eine Long-Range-Waffe dabei sozusagen. Also perfekt für G2 gelaufen, die ganze Sache. Auch obwohl sie in der zweiten Runde relativ viel Equipment liegen lassen haben, haben sie das in der dritten Runde dann wieder gut gemacht. Und jetzt geht es auf die AWP für Smith. Wir haben auf der anderen Seite natürlich Guardian, aber schaut euch das Equipment an. Da ist praktisch nichts dabei bei Navi. Also sie müssen jetzt versuchen, den First Frag zu sichern und sich dann zurückzufallen, dann zurückfallen zu lassen und schöne Kreuzfeuer aufzusetzen. Und Shox ist schon wieder, wie mit der MAC-10 vorhin, mit der AK an B kurz. Macht da gut Stress, bindet viele Spieler und viel Aufmerksamkeit auch. Das sollte sein Team jetzt erlauben, auf A ein bisschen mehr Map-Control zu sichern. Ja, das müssen sie natürlich erstmal hinbekommen, da den die Kontrolle überhaupt über Toiletten und über Alang. Das sind so die ersten Schritte, die man auf Overpass halt immer bringen muss. Jetzt der Counter-Move. Ja, Shox fällt da an B kurz. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt hat man da wieder eine kleine Ecke bekommen und weiß eigentlich, dass G2 in der nächsten Zeit da nicht angreifen wird. Ja, genau. Und jetzt kommt zusätzlich noch die Smoke auf A. Also Navi wird jetzt langsam aber sicher anfangen zu denken, dass es A sein könnte. Aber G2 zeigt sich wieder auf B. Und das macht es sehr schwer für Navi, irgendetwas wirklich Handfestes rauszufinden. Siehst, sehr offensiv. Hätte eigentlich auch ein bisschen defensiver bleiben können da hinten, aber kriegt natürlich wertvolle Informationen. Jetzt kommt der RPK danach geschoben. Kann er noch was machen? Da ist auf jeden Fall ein Spieler noch am Spot. Guardian schiebt nach. Und die Ansage offensichtlich nicht rechtzeitig gekommen, wo Body her gestorben ist. Sonst hätte er direkt nach links gucken können und nicht oben in Richtung Balkon. Also Kommunikation vielleicht noch nicht hundertprozentig on point. Ja, vielleicht hatte sich der Body auch kurzzeitig Zeit genommen, um zu seufzen. Und das ist dann schon der kleine Unterschied. In solchen Situationen ist es auch immer schwer, den Call dann richtig anzusetzen, dass man auch gleich sagt, er ist genau da und APK das dann auch realisiert. Vielleicht hat Body ja sogar gecallt, aber APK war noch in dem, ich checke jetzt gleich Heaven, nachdem ich den ersten hier rausnehme oder so. War nicht einfach für die beiden Spieler. Die Tour aber noch mit genug Geld, also es ist noch nichts verloren für sie. Und der First Frag auf B. Jetzt kommt man schön drauf. Nochmal einen von Scream. Und jetzt kann man natürlich dann ausnutzen, dass man diese guten AK-Spiele hat, dass man den Scream zur Verfügung hat. Interessanterweise hat sich Navi überhaupt erst gar nicht dazu durchgerungen, hier nochmal in die Offensive zu gehen. Sie wollen ihre Waffen durchbringen, so wie sie sind. Klar, immer das defensive, vorsichtige Spiel. Aber das ist natürlich für G2 dann eine Einladung, hier die Economy des Gegners direkt kaputt zu machen. Sobald die Runde halbwegs durch ist, kann man sich überlegen, in die Offensive zu gehen, noch die Jagen zu gehen. Ja, das wird werden sie wahrscheinlich spät, nicht mehr rankommen, ja, das stimmt schon. Aber da ist letztendlich dann schon ein gewisses Risiko dabei. Ja. Zumindest müssen sie nicht in die Doppel-Eco, das ist schon mal was wert. Ja. Und jetzt kommt der Pause-Call. Ist das schon eine taktische? So früh? Das könnte ja eigentlich ja nur Tilt sein. Navi bröckelt. Die bröckeln ohne Ende. Wir haben jetzt keine Spielerkameras. Vielleicht ist sie auch eh schon ausgefallen, weil Simples Aura anfängt zu leuchten und zu glühen. Aber das schaut stark nach einem Wackeln aus von Navi. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht jetzt schon das Timeout ist, in dem Starix eingreift und seine Jungs mal zurechtweist. Also mit Zeus war das immer so die Sache. Ich glaube, da hat Starix auch viel mit Zeus teilweise innerlich gekämpft, weil sie beide gerne callen und beide gerne auch führen. Also das sind wirkliche Anführertypen. Jetzt hat man Zeus nicht mehr dieses Problem in Anführungsstrichen. Aber man scheint einfach generell zu wackeln auf Navis Seite. Die Confidence ist nicht da. Wenigstens haben sie noch gesaved und sind nicht irgendwie in den Retake reingelaufen oder sowas. Aber das ist auch das Mindeste, dass man in so einer Situation safe.
Ja, und dann hat man halt so eine Situation, zwei Spieler gefallen, Runde weg. Ja. Man gibt auf. Und das fühlt sich für den anderen einfach auch verdammt gut an. Wenn du als Team ins Wort einnimmst, zwei Frags machst, die auch noch alle beide von Scream kommen, und dann ist die Runde weg oder dann ist die Runde schon entschieden, dann kommt man sich nicht so wirklich vor, als hätte man die jetzt hart erkämpfen müssen, sondern es fühlt sich sehr entspannt und sehr sauber an. Ja, nochmal so eine, nochmal so schnell. Ja, könnt ihr nochmal probieren, ja. Und jetzt spielen wir hier locker flockig auf. Ist auch die Konzentration ist leichter aufrechtzuerhalten, wenn man eben so kurze Down-Phasen hat, indem man sich zurücklehnen kann und weiß, dass der Gegner nicht mehr challengen wird. Simple ist jetzt in einer wirklich krassen Key-Position und der macht den richtigen Move. Aber er wurde nicht gesehen von RPK. Jetzt realisiert er, dass einer hinter ihm ist. RPK mit einem schönen Refrag. Die T's gerade so noch gerettet, aber viel HP verloren bei dem vom Panzer. Also er wird da jetzt nicht mehr so reintanken können, wie er es gerne hätte. Na, wie mit einer soliden Defense jetzt auf A. Und Flamey bleibt vorne offensiv. Also der soll hier den Joker spielen. Natürlich auch, weil sich dahinter Guardian befindet. Das als Überraschung. Jawohl, Flamey zieht nochmal rüber. Spray Control. Ja, der hat ihn ein bisschen verlassen, aber Edward ist zur Stelle, um ihn zu unterstützen. 2-4. Wichtige Runde, dass Navi hier zumindest ihre Economy so ein bisschen oben hält. Und für unsere Zuschauer natürlich glücklich gelaufen. G2 hat auch noch genug Geld zum Nachkaufen. Und ja. Dementsprechend kriegen wir noch eine schöne Waffenrunde vor die Nase. Gerade so. Bei Navi sind sie aber wirklich immer noch am Wackeln, auch von der Eco her. Guardian versucht auf den First Frag zu gehen, aber nicht wirklich rauszugehen. Also er spielt das relativ defensiv an. Da sieht man andere Orbs, die dann oben auf die Bank drauf springen. Er hat jetzt auch nicht den genialsten Spawn dafür. Er ist mehr oder weniger dafür da, Simple zu decken, dass ihm keiner in den Rücken schleicht. Und Simple muss auch aufpassen, weil Shox hier immer wieder rumlurkt. Jetzt Guardian. Offensiven Body erwischt. Simple kann sich um den Connector kümmern, zieht sie sofort Richtung B zurück. Und damit geht Shox natürlich leer aus. So, das Pick-Spiel. Das scheint jetzt so ein bisschen in Richtung Navi zu kippen. Und das ist natürlich schon die halbe Miete hier auf Overpass. Also wenn der Gegner kein Pickspiel mehr spielen kann, weil er untergefuttert wird. Ja, da haben wir es nochmal, Simple. Jawohl, der dreht hier durch. Also Simple fängt an aufzudrehen, der hat jetzt Lust. Und das werden sie auch brauchen. Also sie brauchen ja jetzt jemanden bei Navi, der so eine Konstante darstellt, der immer seine Frags macht. Der ein bisschen gehypt wird, sie mitzieht im Windschatten eben, so wie vorhin Dupree bei Device im Windschatten mitgefahren ist. Am Ende stand der sogar über Device, fragmäßig gesehen. Aber wir haben es auch beide gesagt, Device hatte da die wichtigeren Kills gemacht. Jetzt ist Simple derjenige, der anfängt zu carryen. Und wir wissen von seiner Zeit in Liquid auch, er ist definitiv fähig dazu. Und es feuert auch den Rest so an, weil er dann eben auch so eine positive Ausstrahlung bekommt, so eine positive Let's go, let's do it Ausstrahlung. Es kann sich auch sein, dass Simple halt auch viel Negatives mitgemacht hat vorher. Jawohl. Boah. Altrex schon, hinten wurde gedeckt. Das war auch schön von Guardian. Und Simple wäre eigentlich zu viel, aber ist okay. Ergebnis ist trotzdem das gleiche. 4-4. Ja. Soweit so gut. Simple hat 11-5. Ja, da sieht man den Carry. Und genau zur richtigen Zeit. Hätte er nicht in den letzten drei Runden so aufgedreht wie gerade, wäre Navi das Spiel wieder komplett aus der Hand geglitten. Es ist wieder eine CT-lastige Map und sie wären wieder relativ weit hinten gewesen, was die Scoreline betrifft. So ist G2 noch in greifbarer Nähe. Und jetzt müssen wir sehen, wie die G2-Leute darauf reagieren. Wie reagieren die Franzosen? Weniger Pick, würde ich mal sagen. Ja, PK hat sich Edward ein bisschen sehr darauf verlassen, dass die Smoke da seinen Gegner irgendwie abhalten würde. Um die Ecke steht Simple, der wartet schon auf seinen Moment, da wieder zuzuschlagen. Aber ja, der Gegner ist über lang unterwegs. Ja, PK, schönes Teil. Guardian kann auch mal den Gegenfrag setzen, aber der ist dann natürlich bekannt, dass er unten auf dem Baseball oder warum sitzt. Beide sehen nichts, die Flash hat sie doppelt erwischt. Und am Ende ist Smith derjenige, der das etwas blinde Duell dort beendet. Und zwei Blinde, die sich mit ihren Stöckern da König bekämpft haben. Ja. Und Guardian sneakt sich durch die Bank nach unten, nach hinten durch. Schöner Kill gegen Smith.
Aber das war's noch nicht. RPK und Body stehen immer noch auf dem Spot. Er weiß, damit Navi im Spiel bleiben kann, muss er praktisch diesen Klatsch jetzt bringen. Und das ist Navis einzige wirkliche Chance, das alles nochmal zu drehen. Aber es passiert nicht. Gar nichts. Body kommt um die Ecke. Er wusste, RPK deckt eh die Bombe. Also Body konnte reinsneaken. Er konnte auch gekillt werden. Das wäre nicht das größte Problem gewesen von G2 in dem Moment. Einfach nur Zeit gut machen und Guardian mit einem hoffnungslosen Versuch. Man hatte aber das Geld und deswegen hat es sich trotzdem gelohnt. So, und G2. Die sind jetzt wieder gefragt zu reagieren. Guardian wartet die erste Flash ab, die zweite hat ihn etwas überrumpelt. Ja, er kommt noch rechtzeitig raus. Alles kein Problem. Ja, guter Support auch von Simple, der dann die Smoke gleich hinschmeißt, damit sie wirklich komplett unbehelligt zurückkommen. Und man sieht jetzt, dass G2 genau den gleichen Stiefel spielt. Jede einzelne Runde geht Shox genau in die Abflusskanäle rein. Und gleichzeitig bauen seine vier Teammates über Underpass mit RPK auf. Und die drei anderen hängen erstmal am Playground ab, gehen dann auf die Party. Und dann gehen sie weiter in die Toiletten rein, wenn RPK alles geclearet hat. Und damit hat man viel Map-Control. Man drängt die CTs weit zurück. Man lässt sich alle Türen offen, um weiter zu rotieren. Und das ist genau jetzt der Fall. Und jetzt soll es im Endeffekt dann Richtung B gehen. Smoke fadet auch gerade, den Molotov. Den möchte man am liebsten ignorieren, aber das ist nicht. Wenn man da durchrennt, verliert man sehr viel AP. Jetzt kommt die volle Attacke, also ein paar Sekunden später. Mehr Zeit, sich auf einzustellen. Flamey kann zwei Leute gerade so wegsprayen. Der letzte nochmal ein Headshot. Der hat geholfen, denn dadurch haben sie aufgehalten. Jetzt kommt Smith nachgeschoben. Kann hinter vom Spotted-Spieler Seas nehmen. Oh. Smith zum zweiten gegen Edward. Und dann kommt der APK mit seinem schönen, sauberen Aiming. Eins gegen zwei Situation, nur noch simpel, aber ich sage nur noch. Da ist nichts nur an dem Jungen. Wow. Schön von Smith, One-Way-Smoke. Mit dem 4K von Smith gewinnt G2 so eine wichtige Runde. Das ist einfach wunderschön, ihn zu sehen, dass er sich praktisch auch auf die AK jetzt wieder ein bisschen mehr verlassen kann. Das hat er schon in der ersten Map gezeigt heute, dass er gut drauf ist vom Aim her, vom generellen Aim her. Und ich weiß nicht, also mit der AK kommt er mir gerade so stark vor, dass ich ihm vielleicht auch gar keine AWP mehr geben müsste. Also man müsste es ihm nicht mehr geben, weil... Ja. Wenn du so gut mit der AK umgehen kannst. Ich denke auch. Und gerade Shox hat halt immer auch auf so Nahkampf-Maps eigentlich ganz gute Ergebnisse erzielt mit der AWP. Ja. Und Shox ist gerade mit dem Rifle nicht so stark. Da hätte ich wahrscheinlich wirklich gesagt, lass doch tauschen. Lass ihn das doch spielen. Auch wenn es natürlich irgendwo im Training dann anders gemacht wird. Ja, ein bisschen ungewohnter. Vielleicht sehen wir es auf der CT-Seite mehr, dass sie dann wechseln, weil es... In einem Setup, wo jeder seine eigene Position hat, jeder seinen Winkel hat, den er checkt, wenn der Go kommt, ist es vielleicht schwerer, sich aufeinander dann so, ja, jetzt lass mal eben tauschen, ist vielleicht ein bisschen schwerer, sich dann aufeinander einzustellen. Andersrum, warum Simple mit Eagle spielt, verstehe ich nicht ganz, wenn ich ehrlich bin. Da könnte man auch definitiv was anderes machen, Smith, jetzt mit dem AWP Anti-Track, vielleicht ist es auch egal, vielleicht spielt das mit der Harve genauso effektiv. Body ist drauf. B-Spot ist eingenommen und die beiden Waffen, die man da hat, die sind teuer. Also es wäre vielleicht ein Versuch wert, hier die beiden in Sicherheit zu bekommen. Ja, das ist wieder ein relativ graues Unterfangen hier von Navi. Da fehlt wirklich der Kontrast, die Farbe ist raus, das ist so blass, alles was sie bringen. Ja, Guardian, schöner Schuss gegen Shox, aber das bringt halt leider auch nicht mehr wirklich viel. Das kann jetzt die AWP in die nächste Runde bringen. Vielleicht können wir mal einen Blick ins Geld werfen. 2400 gibt's, plus die zwei Waffen, die man hat. Das ist keine Buyround. Selbst wenn man die beiden hier durchbekommt, wird man höchstwahrscheinlich danach sparen müssen. Da ist noch jemand relativ weit reingesneakt. Na, Guardian bleibt weg. Ah, da hat APK aber noch geschossen, oder? Aber auf niemand. Hat einfach in die Ecke gefeuert. Ja. Pre-Fire auf die andere Ecke. Ja, Cheat. Was? Was? Timeout. Kann jemand bitte Horster... Ich sehe, LAN an die Cheat ist am Werke. Ja, auf jeden Fall. Merkt man ja. Wie gut Shox gerade ist. 7 zu 4. Wieder 5.
7-4. Wir sind soweit, dass wir jetzt uns darüber Gedanken machen können, ob G2 nicht vielleicht hier wirklich auf und davon marschiert. Und wie gesagt, das Geld ist knapp. Navi wird probieren müssen, ja, in der nächsten Runde nochmal anzugehen. Man hat halt Doppel-AWP, das ist so übel. Man möchte so gerne kaufen, ja, mit einer Doppel-AWP. Natürlich, auch wenigstens Support, und deswegen gehen sie jetzt auch auf die Pistes. Ja, aber das ist kein Ball, das ist nur Eco. Ja, sie 2900 nehmen sich, geht zum, ja, Anschluss, aber das ist... Ja, 1-7 und 1-4 ist nicht bequem für Flamey und Simple, aber das muss... Jetzt die AWP, Simple. Aber zerlegt, Scream ist schon sehr, ja, weit durch, hat er nicht gemerkt, Scream setzt am zweiten nach. Und dann kommt auch die volle Kanne Mac-10 los. Durch. Muss natürlich nicht anhalten. Und für Guardian wieder diese extrem unliebsame Aufgabe, hier in Deckung zu gehen. Da, das sah eigentlich relativ gut aus am Anfang für Navi, aber G2 ist einfach von allen Seiten drauf gerannt. Ohne Rücksicht auf Verluste. Scream und Shox mit zwei schönen Kills. Dann Scream jetzt noch mit dem dritten. Also. Es ist einerseits G2, die gut spielen. Die machen keine Fehler. Sie gehen rein und hitten ihre Shots. Sie geben Navi wenig Gelegenheit, um wieder zurück in die Runden zu kommen. Sie closen die schön aus. Also zum Beispiel eben diese zwei Frags. Da haben sie auch nicht angefangen, irgendwie rumzulaufen wie die Hühner und sich langsam aber sicher picken zu lassen, sondern sie bleiben diszipliniert, auch in dieser Situation. Und da muss Navi jetzt anfangen, selber ein bisschen über sich selbst hinaus zu wachsen, zumindest in dieser Performance, damit sie zurückkommen können. So sehe ich da jetzt echt nichts passieren. Das könnte wirklich wieder ein 11-4 werden. Er hat sich ja aber auch mit ihm angelegt, also er wollte den Kill haben. Ja. Nach dem ersten Mal verschießen hätte man tatsächlich zurückgehen können. Hat gut Schaden gemacht, aber es hilft nicht weiter. Ja, das sie ist verlieren dann den Spieler und, ja, RPK kann sich weiter im Hintergrund halten und vielleicht später nochmal eingreifen, wenn er nicht unbedingt Gefahr läuft, direkt in ein Duell zu müssen. Genau, und das war, glaube ich, bei Simple gerade der Gedanke, ich muss jetzt den Kill machen. Genau. Wer sonst? Das ist ja oftmals ja auch ein Phänomen, was man bei solchen Carry-Geschichten hat. Ja. Nico hat das auch ganz oft bei Mousebots gehabt, dass er halt das Gefühl hat, er muss jetzt diesen Kill machen, er muss jetzt dieses Duell angehen, er muss jetzt das Game carryen, sonst, ja, funktioniert es nicht. Und das ist halt dann unangenehm. Manchmal ist Verantwortung auch Verantwortung abzugeben. Und das muss man eben auch können. Und das ist auch... Nette Position von Siehst. Ja, er war halt leider alleine. Wenn er noch ein Support dabei ist, der dann noch eingreift, dann... Ja. Ja, wollte unbedingt den Spot abriegeln. Und dann kommen Shox und Scream nachgeschoben. Jetzt hat Shox natürlich schon Spaß mit der AWP. Guardian, auch er geht down. 9-4. Das sieht stark danach aus, jetzt ob Navi hier wirklich um diese letzten Runden noch kämpfen werden muss. Mhm. Es ist auch nur noch Equipment für Geld für eine Runde da. Sie werden höchstwahrscheinlich die hier nicht kaufen. Ja. Ein bisschen was kann man kriegt ja den Loser-Bonus. Ja, das ist schon 3400. Wieder wie in der Doppel-AWP-Runde. Und das ist aber alles, was man hier machen kann. Ein paar Pistols und eine Rüstung. Kann bei Edward Simple. Der dritte Diegelschuss, der magische. Er sollte nicht mehr wegkommen und das war auch der Fall. Body mit der Mac-10 schnell hingeraced, ihn abgeholt. Und man spielt wieder eine Runde, die wir vorhin auch schon gesehen haben. Drei Spieler jetzt über lang vorgepusht. Shox ist immer noch in den Tunneln unterwegs bei B. Und Navi eben schon auseinandergezogen. Siehst, versucht jetzt auf B ein bisschen Info zu sammeln, währenddessen Guardian in den Stairs. Das schaut schon mal gar nicht so schlecht aus für Navi, aber sie müssen jetzt eben mit den Deals mad hitten. Ja, genau so. Mal gucken. Edward steht close, der kann da gar nicht rumpieken. Vorne an der Kante. Das heißt, er muss den Gegner zu sich kommen lassen. Kann also auch keinerlei Infos groß sammeln, außer er macht jetzt einen Shoulder Peek, aber dann abdrücken ist auch Quatsch. Ja. Deswegen würde er wahrscheinlich sitzen bleiben, hoffen, dass der Gegner ihn übersieht. Das kann manchmal funktionieren. Das bedeutet, dass Navi recht spät reagieren kann. Man hat aber wirklich drei Leute oben auf A, dadurch, dass sie es wieder so offensiv ausgeschlossen hat. Das könnte unter Umständen funktionieren. Edward, den zweiten gleich hinterher. Anschuss. Kommt nicht mehr dazu, einen dritten Schuss abzufeuern, aber oder einen vierten, aber es hat trotzdem wunderbar funktioniert. Ach, wurde megamäßig angeschossen, Guardian. Ja, und jetzt müssen sie die beiden nur noch abfarmen. Ja, da geht's schon los. Smith. Und sie ist 5-9.
Es ist Edward. An seiner Position hat alles richtig gemacht, hat sich wenig gezeigt. Währenddessen hatte man natürlich auch schon ordentlich Leute dort stehen. Ja. Dadurch, dass Seas jetzt nochmal so offensiv vor B gegangen ist und ausgeschlossen hat. Und so hat sich das gelohnt. Ja, die zwei Kills oder die zweieinhalb Kills, die Edward da gemacht hat, haben natürlich auch viel, viel Power rausgenommen bei G2. Die mussten erstmal sitzen bleiben, die mussten erstmal sich um ihn kümmern. Währenddessen natürlich für Navi noch mehr Zeit, um wieder zu Hilfe zu kommen. Als Edward dann gestorben war, war schon längst Guardian auch auf dem Spot. Also, da kann man von Glück sagen, dass Edward in dieser Situation die Mag 7 dort hat, wenn G2 lang geht. Das hätte genauso gut gepasst. Auch anders laufen können, ja. Jetzt zum Beispiel, sowas. Ah, Body. Das war nicht zum Glück natürlich, dass ihm Edward da nochmal reingesteppt ist. Hier steht vorne der Smoke und er hat ihn gesehen. Ja. Sieht nicht gut aus. Guardian kommt drauf geschoben. Sie ist heimlich an den Laster ran und sie gehen sofort in den Retake. Da wird gar nicht erst gewartet. Und momentan steht Body noch ganz alleine da. Und ich weiß nicht, ob jemand den Hit gehört hat. Das heißt, Body muss jetzt die nächsten Sekunden kämpfen und da werden sie zerlegt. Guardian ist es, der den Spot aufräumt. Und die schnelle Reaktion von Seas, daraus direkt den Vorteil ziehen zu wollen, die Verwirrung auszunutzen. Also sehr schöne letzte Runde zumindest. Sah erst nicht gut aus, aber dann hat man das Beste draus gemacht. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob 9 Runden im Endeffekt dann doch vielleicht nicht so solide sind und nicht so einfach sind. Ja, das weiß man immer erst, wenn es vorbei ist. Das war ja schon wieder Hashtag Mipu. Was ich damit eigentlich gemeint habe, ist... Hast du hart reingemipuht. Ja, voll. Der volle Mipu. Ja, diese 3 Runden können eben ganz schnell schmelzen, wenn man die Pistol verliert. Und dann muss man eben beobachten, wie die Eco sich entwickelt. Und jetzt hat man, wenn man G2 jetzt die Pistol gibt, ist das ein 12-6, wenn es doof läuft. Wenn Navi die Pistol gewinnt, das 9-9. Und wenn das 9-9 klar gemacht ist, wird es eben dieser Infight, dieser die prügeln sich einfach glatt ins Gesicht. Ja, das kann immer hin und her gehen. Genau. Und wenn G2 jetzt mit dem 12-6 vorlegt, dann haben sie eben Zeit zu saven, dann haben sie Zeit, Geld anzusparen und so weiter und so fort. Das wird sehr viel Momentum und auch Spannung aus dem Spiel nehmen. Also ich hoffe, dass Navi jetzt die Piste gewinnt, egal wie das Spiel ausgeht. Also, Screen legt los. Der erste Frag an Guardian. Noch ohne große Gefahr. Aber das Problem ist, er kann sich jetzt nicht mehr wirklich zurückziehen. Ist da vorne geblieben. Er wusste, dass er nicht mehr rechtzeitig auf den Spot draufkommt. Das heißt, er muss dann zurückgehen. Und da links im X-Ray, da sehen wir es. Da steht Smith. Und Smith hat die perfekte Position dafür. Sie wissen, dass 2 Spieler aus den Toiletten zurückgegangen sind. Und sie wissen, oder sie gehen nicht davon aus, dass da noch jemand an der Ecke stehen dürfte. Korrigiere, Flamey. Hat er sich gezeigt? Oder hat Flamey einfach reingezielt und hat ihn erwischt? Flamey, keine Ahnung, aber das schien perfekt gesessen zu haben. Schock geht an die gleiche Position, holt sich Flamey und kann dann sagen, dass da nicht mehr allzu viel ist. Das wäre vielleicht das Zeichen, rüberzugehen. Wenn man nicht Body so offensiv hätte, dass der ansagt, da ist nichts. Ja, genau diese Position hat sie es vorhin auch schon gespielt. Das heißt, Navi kennt die auf jeden Fall. Ob sie sie checken, ist die andere Frage. Und es scheint doch auf A zu gehen. Sie warten nur, um den Eindruck zu erwecken, dass sie nochmal rotieren. Aber das bringt natürlich nichts, wenn Body da steht und genau alles weiß. Der sieht es ja mit seinen eigenen Augen. Oh, das jetzt hat, na doch, das hat wunderbar funktioniert. Ja. Weil er hat sich groß mit Body angelegt. Jetzt wird die Bombe gelegt. Und siehst, er hat seine Aufgabe erfüllt. Er zieht sich jetzt zurück und lässt die beiden W-Spieler dort oben verhungern. Genau, und jetzt kommt Body von hinten, den haben sie aber auf dem Radar. Edward, schöner Headshot hier. Simple hat die Bombe auch immer noch im Auge, beziehungsweise mehr oder weniger in den Spot. Und die CTs müssen jetzt super weit reinpushen, die haben kein Defuse-Kit. Schöner Flick von Simple. Und Shox ist auch schon Geschichte. Nice von Navi, nochmal kapitalisiert die ganze Geschichte. Nochmal auch das Tempo rausgenommen, schön gewartet. Also, es ist wieder Hoffnung da. Ja, das war clever gespielt. Wir haben auch irgendwie damit gerechnet, wo das Body oder dass irgendjemand da offensiv steht und vielleicht frühzeitig Infos sammelt. Hätte auch wieder komplett anders laufen können, wenn sie es dann nicht gesehen wird von Body. Ja, und das Interessante jetzt, natürlich die Möglichkeit zum 9-9 aufzuschließen. G2 muss gucken, dass sie mit den Pistols hier wenigstens Schaden machen. Ist immer gut möglich, Overpass bietet genug Nahkampf, um gerade auch die 5-7s ins Spiel zu bringen.
Oder halt auch mal eine CZ. Wir haben es bei den Brasilianern von jetzigem SK Gaming oftmals gesehen, dass sie dann halt 4 oder 5 CZs in der zweiten Runde gespielt haben. Und damit ausnutzen, dass Overpass so picklastig ist. Ja. Und gerade die CZ ist halt sehr stark in diesem Pick-Spiel, wenn man mit der am besten einen Kill machen kann und sich dann zurückzieht. Genau. Und wenn du noch Support hast, dann kommst du relativ easy weg oder wirst wenigstens getradet nochmal, weil die CZ eben diesen massiven Burst hat. Und es gibt ungefähr unendlich viele Positionen auf Overpass, die man mit dieser CZ eben bemannen kann. Ungefähr? Ja. Ja. Plus minus ein bisschen. Kannst du nichts gegen sagen. Ja. Plus minus unendlich. Jetzt siehst ein bisschen antesten, mal was antesten. Also browsert hier nicht so sehr rum. Hauptsächlich Predict Shots. Ja, will er nur wissen, ob da jemand ist. Der will ja gar keine Kills machen. Oh, und jetzt ist man schon hier vorne vor dem A-Spot aufgestellt. Smokes hinten. Smith, da ist es genau. Hat er natürlich eine endgültige Position gewählt. Wurde also wirklich getradet. PK fällt. Und Edward! Die hatten Helm, die Jungs! Und für Edward gar kein Problem. Der umpt sie trotzdem um. Um jetzt. Umf, könnte man fast sagen. Also starke Aktion von Edward. Verhindert, dass G2 noch mehr Schaden machen kann. Und jetzt kann sich Navi natürlich dann ein kleines bisschen Geldpolster aufbauen. Aber da muss jetzt noch eine gute Anti-Eco hinterher, damit man eben Kohle zurücklegen kann. Ja. Eine gute muss es noch sein. Ja, also die Frage ist dann eben, wie G2 sich aufstellt in der ersten Waffenrunde und was Navi dann spielt. Spielen sie in Default oder spielen sie gleich einen Go? Wie viel Zeit nimmt sich Navi, um hier wirklich Fuß zu fassen auf der Map? Ich denke jetzt mal natürlich, dass sie zuerst mal in Default spielen, um zu sehen, was G2 so in petto hat. Und dann haben wir wieder dieses Pick-Spiel. Und da hat Navi wirklich in den letzten Runden zugelegt. Schön gespielt von Body. Sich da zuerst nicht zu zeigen und den Safe-Kill zu machen. Schade. Dafür ist natürlich mehr drin gewesen. Edward. Upsie Daisy. Ja, mit der Mac-10 auf die Distanz nicht immer ganz einfach. Die schaut einfach so aus, als würde sie irgendwo hinschießen. Was sie dann auch macht. Teilweise. Ja. Außer wenn der Gegner sie hat. Ja, dann trifft sie immer. Der könnte auf die Distanz noch springen und die schießt sie in den Kopf. Wie oft ich irgendwo, keine Ahnung, Cash von der Whitebox Mitte gucke mit Deagle und da kommt der Mac-10 rausgelaufen und ich hab Helm. Ja. Und dann gibt er einfach 106-7 so im Vorbeilaufen. Dritt. Ich verstehe diese Waffe nicht. Könnte ganzes Team durchsprayen. So, jetzt Shocks. Ja, der macht genauso viel Damage, aber mit der M4A1 und zieht sich auch wieder zurück, währenddessen seine Teammates von lang gepusht und Navi in die Zange genommen, den Default also gar nicht erst Fuß fassen lassen von G2. Das war eben die Frage, die ich vorhin gestellt habe. Wie spielen sie das an? Navi mit dem Default, G2 mit einem Aggro-Move, 3 Leute rausgepusht, lassen Navi gar nicht erst ins Spiel kommen auf der T-Seite. Ja, also nur so eine kleine Rettungsaktion. Man hat so dermaßen viel Equipment. Wäre das jetzt ein bisschen später in der Runde, könnte man sich überlegen, das zu saven. Aber für Navi eine ganze Minute noch ist ein bisschen viel. Das siehst du jetzt. Ja, und jetzt muss man sich wirklich darüber Gedanken machen, weil die AWP und das viele Equipment einfach wegzuwerfen, das sind halt, weiß ich nicht, was, 7000 Equipment Value oder so. Ja. 7450. Ja, ich könnte ja auch einfach oben gucken. Warum exposed du mich? Das ist so dermaßen viel, dass das schon wirklich lohnt. Das Problem dabei ist natürlich, es sind immer noch 30 Sekunden und wenn jetzt lange genug nichts passiert, wird sich G2 da sicherlich noch auf die Jagd machen. Ja, man sieht schon, Body wird langsam unruhig, den juckt's. Shox rennt auch schon wild durch die Gegend. Der ist gerade einfach mal von A nach B rotiert. Sie haben auch immer noch den Tower. Das ist auch interessant. Da, Scream. Was ist das? Aimlock. Mit ESEA Anti-Cheat. LAN Anti-Cheat. Confirmed, it's not working. Please, patch. Ja, er kriegt sie echt durch. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass G2 da so defensiv spielt. Aber es ist halt die erste Waffenrunde. Sie wollen ja selber nicht. Genau, G2 hat da selbst auch den Gedanken, wenn wir jetzt 5 Waffen durchbekommen können. Navi kauft in der nächsten Runde. Wenn wir jetzt 5 Waffen durchbekommen können, können wir selbst ein kleines Polster aufbauen. Und das schadet ihnen definitiv nicht, denn
sie sind immer noch am Drücker. Man darf nicht vergessen, es steht zwar jetzt gerade 10-9, also praktisch ausgeglichen, aber sie haben auf der T-Seite wirklich um Längen gewonnen, mehr oder weniger. Also wenn man jetzt mal vergleicht, was man für eine normale T-Seite abliefert, auch wenn Valve so nett ist und die Zahlen hier gelb einfärbt, das ist ein CT-Score hier, man sieht es. Das habe ich nie verstanden. Ja, auch das gleiche mit den Graphen. Der Graph ändert die Farbe nicht, aber der Graph ändert die Farbe, aber die Hintergrundbalken nicht. Da ist eine Logik dahinter, ja, aber ob sie so logisch ist, das ist die andere Frage. Also 9-6 Halbzeitscore auf der T-Seite für G2, die haben massiv vorgelegt. Und das darf man nicht vergessen, auch wenn es jetzt 10-9 steht. G2 ist praktisch vorne. Ja, und gerade auch, weil jetzt die CT-Seite eigentlich ein bisschen die bessere sein sollte. Ja. Das werden wir dann sehen. G2 hat ja auch eigentlich eine gute CT-Seite, deswegen würde ich da einiges erwarten. Aber wir werden uns einfach gedulden müssen. Lass uns auf ihn zukommen. Momentan die Franzosen mit der Möglichkeit, Navi hier so ein bisschen ego-technisch auch wieder in die Bredouille zu bringen. Ja. Die mussten jetzt ihr letztes Geld ausgeben, um die Waffenrunde zu finanzieren. Und kein Loser-Bonus, beziehungsweise halt von einer Runde. Das heißt, sie werden nächste Runde ein bisschen was forcen können, aber nicht wirklich viel. Und man spielt ganz normal den Stiefel runter. Auf der CT-Seite zwei in den Toiletten, einer links, einer rechts. Zwei auf B, einer tief auf A, um die beiden in der Toilette zu supporten und lang ein bisschen Auge drauf zu halten. Während Navi eben jetzt erstmal Map-Control anspielt. Sie ist sehr defensiv, also wenn man das mit G2 vergleicht. Oh, der Dreierturm. Der Dreierturm, such ihn. Da ist er. Guardian geht meistens oben rauf, oder? Ja, das ist Guardian. Sie haben es versucht, haben geguckt, ob da jemand lang ist. Das ist halt eine absolut sichere Variante, da zu checken. Ja. Da guckt niemand hin. Und jetzt wissen sie es, er checkt es nochmal, aber er kriegt auch noch sofort Support von Close. Und jetzt wird es gleich in den ultimativen Go ausarten. Oh, Scream, nochmal rausfinden, ob da jemand ist. Und der kriegt nichts, kriegt keine Informationen. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass der Gegner nicht Richtung A geht, wenn es so lange da oben nichts gespottet ist. Jetzt wird Seas auch nochmal stressen. Und da kommt er aus der Smoke rausgepusht. Body! Mit dem Kill. Was hat er denn da gerochen? Findet Seas 1-10 und das ist ganz klar. Der Call und seine Mates müssen nach oben verschießen. Verschieben, nicht verschießen, simpel. Und jetzt kommt die Verstärkung anmarschiert. Der APK ist drauf. Guardian kurz in den Zoom und nimmt ihn aus dem Spiel. Und es sind noch 7 Sekunden. Er hat keine Zeit mehr zu warten, abzusetzen. Body ist extra langsam gewesen. Hätte er durchgezogen, hätte er ihn erwischen können. Und jetzt weiß er nicht, wo Guardian hin ist. Jetzt weiß er nicht, wo Guardian hin ist. Guardian weiß, Alang sollte relativ safe sein von hinten. Deswegen konzentriert er sich auf vorne und er erwischt ihn von hinten. Body checkt natürlich die Seite. Ah, krass. Da hätte er durchziehen müssen eigentlich. Er hätte durchziehen müssen. Ja. Er hat gehofft, dass vielleicht Guardian nicht in der Lage ist, die Bäume noch zu planten oder rechtzeitig. Oder nur faked und dann, obwohl das Geräusch das hätte, dann hat er gar nicht gehört. Wenn er nur faked, hätte er es ja immer noch, hätte er immer noch abbrechen können. Nee, ich meine. Er hätte einfach anrennen müssen und gucken, dass er Guardian aus dem Chaos deckt. Dass Guardian ihn abaimt und dann. Ja, ja, klar. Deswegen meine ich ja. Er wird wahrscheinlich genau deswegen leise gewesen sein, für den Fall, dass Guardian halt nicht den Bäume plantet. Da haben wir das Gleiche gemeint und das anders gesagt. Genau. Und außerdem habe ich recht und du nicht. So immer. Wir haben beide. Simple, Flamey. Boah, Tür auf. Simple, hol noch einen raus. Und auf Screenfeld. 11-10. Na, und jetzt kommt der Pause-Call. Das hat jetzt natürlich Navi richtig ins Spiel gebracht. Ja. Der Klatsch feuert sie nochmal an. Und jetzt kommt Guardian ins Spiel, wie man auch auf dem Scoreboard sehen kann. Am Anfang war Simple ganz allein auf Wald und Flur. Den einzigen verbleibenden interessanten Graphen, den man hier noch zeigen könnte in diesem Zusammenhang. Total Kills. Simple hat angefangen mit 11, weiß ich nicht was, 13 Kills, relativ bald. Und dann war er weg. Und jetzt ist er wieder ein bisschen, das schaut mir ein bisschen komisch aus. Ich wollte gerade sagen, er hat doch gar keine 21 Kills. 19. Doch, 13 und 6 macht 13 und 6 sind 19. Ist richtig. Warum steht da 15? Ja, eben. Aber weil er schon mit 3 Kills angefangen hat. Offensichtlich. Keine Ahnung. Hä? 12 plus 6 sind aber auch nicht 19. Es bleibt uns wie immer verschlossen, was Valve uns damit sagen will. Vielleicht auch Illuminati confirmed? Das verstehe ich nicht. Ja,
Ich glaube, da werden irgendwie die Warm-Up-Kills noch mit reingezählt oder irgendwie die in der Halbzeit. Egal, oder wie ich sehe, es macht irgendwie keinen Sinn. Ja, das ist genauso wie da unten. Ja, das unten ist komplett broken. Genau. Obwohl es in dem Fall bei Guardian sogar stimmt. Mit nee, 18. Ja, stimmt. Das ist also, manchmal stimmt die Info, die wir euch anzeigen, manchmal nicht. Das ist die Logik von Valve. Ja, aber der Graph an sich spiegelt trotzdem wieder, wie Simpe sich entwickelt hat von den Frags her. Er hat da eben dann wieder laute Phasen und dann wieder leise Phasen. Man sieht genau, wenn er Kills gemacht hat. Ihr müsst euch diesen Graphen hier übrigens gerade blau vorstellen, weil er war ja hier im blauen Team. Wenn er Kills gemacht hat, haben sie Runden gewonnen. Macht er keine Kills, haben sie keine gewonnen. Jetzt kommt Guardian langsam mit ins Spiel und man sieht schon, zusammen geht das ein bisschen einfacher. Auf der anderen Seite können wir uns natürlich dann gleich noch Scream anschauen, der ultra viele wichtige Entry-Frags gemacht hat auf der T-Seite für G2. Und das wäre auch noch interessant. Genau. So, jetzt sind wir soweit. Wir haben den Timeout genutzt, hoffentlich. Um sich dann nochmal ordentlich abzusprechen. Und jetzt ist es Zeit dafür. Man geht wieder. Diese wichtige Runde zu holen. Ja, und es ist wieder die erste Waffenrunde von G2 auf A. Ein bisschen weniger aggressiv gespielt. Auf B gleichzeitig Body zusammen mit APK unterwegs. Und Navi spielt sehr langsam. Man vertraut auf den First Pick. Guardian ist am Rotieren. Er schaut sich alles an, aber sieht nichts. G2 spielt einfach mega defensiv, als wären sie gar nicht da. Scream steht da echt gefährlich. Wenn Guardian, wenn Smith hinter ihm verschießt oder ihn nicht richtig decken kann, dann ist er natürlich Refrake-Futter. Aber ansonsten ist das, wenn es denn halbwegs funktioniert, wenn keiner einen großen Fehler macht, dann funktioniert es. Kann das sehr gut werden. Shoxy, das wär ein Safe-Frag, den er da vergeigt hat. Hoffentlich beißt das nicht am Ende nochmal. Wenn jetzt am Ende eine Runde da dieser eine Edward-Frag, der fehlende, da nicht gewirkt hat. Scream. Boah. Guardian zieht Tatsache nochmal zurück. Sehr geduldig, 40 Sekunden vor Ablauf der Zeit. Und jetzt muss man sich an G2s Stelle natürlich hinten einbunkern. Auf den Spots. Ah, siehst du, hat er gerade nochmal gefaked, dass er weggeht für die CETs, weil sie close stehen? Ich denke schon, ja. Sonst hätte er das Nullsinn gemacht. Oh, aber Body! Immer wieder diese Dinger Monster. Ja, und das ist natürlich eine Riesensache. Jetzt Informationen, dass sie da kommen. Flamey marschiert drauf. Da oben über den Smoke sehen sie. Body hat sich auch verlassen. Flamey zieht nochmal nach. Und damit. Upsala. Shox ist auf kurz. Shox ist auf kurz. Er kriegt noch einen. Er kriegt den zweiten. Aber der dritte wenig. 12 zu 10. Ob das jetzt was getan hätte, der Killer an Edward, frage ich mich so ein bisschen. Edward hatte halt gerade eben schon gekillt, aber der hätte vielleicht in der Zeit jemand anders umnieten können, anstatt den Überraschungseffekt an Edward zu verschwenden. Und du weißt ja auch dann nicht, hätte Navi dann nicht eine andere Strategie gewählt, hätten sie Edward verloren. Wären sie dann auf B überhaupt gepusht, zum Beispiel? Ja, da regt sich Shox auf jeden Fall auf. Also wenn er sich da nicht ärgert, dann ist er nicht Shox. Also da ärgert sich, glaube ich, jeder. Das ist wie Gomez, der aus einem Meter übers Tor schießt. Da hat er sich sicher auch geärgert. Passiert aber mal. Das ist Fußball, oder? Das war Fußball, ja. Das war vor ein paar Jahren, als ich einmal ein Spiel geschaut habe. Ah, und dann direkt die Anekdote rausgehauen. Natürlich. Anti-Eco steht an. Wer hätte das gedacht, dass Navi so gut zurückkommt? Nicht mal, das ist ja nicht mal gut, das ist ja hervorragend. Ja. Sie haben sich aus diesem Loch schon wieder rausgegraben. Das ist jetzt höchstwahrscheinlich das 13 zu 10, wenn da nichts weiter schief geht. Das dürfte eigentlich nicht mehr groß contested werden in die ganze Geschichte. Simple und Guardian, alles sicher. Dann kommt Smith über die T-Base. Ja, jetzt leider ein bisschen spät, weil seine Team jetzt eben schon down sind. Das Timing wäre halt wichtig gewesen, hätte Smith schon noch einziehen können, aber jetzt wird er erwartet. Da eben nicht nur Seas, sondern auch Guardian ab. Ah, Guardian nicht mehr, aber Seas ist noch da. 13 zu 10 für Navi. Und ja, G2 hatte eine sehr gute T-Seite, aber die war trotzdem nicht so gut wie die von Navi gerade. Krass, dass die sich da nochmal zusammengerissen haben. Ich habe sie schon zerbrechen sehen, aber vielleicht ist es halt einfach dieser Navi-Spirit. Dann auch durch
vielleicht interne Kämpfereien durch schlechte Runden sich durchzumogeln und dann irgendwann doch wieder als einer dazustehen und dann wieder erfolgreich zu sein. Und jetzt versucht man mehr Kontrolle über den Connector zu bekommen, um diese wichtigen Verschiebewege von Navi vielleicht abzuschneiden. Aber was wir hier sehen, ist ein ziemlich direkter Go Richtung A lang. Lieber Navi geht direkt ein. Smith, starker Shot gegen Siehst. Und ich glaube nicht, dass er damit rechnet, dass sie da schon um die Ecke sind. Ja, keine Chance für Smith, sich da noch in Deckung zu begeben. Jetzt haben wir natürlich die beiden Connector-Spieler. Die muss Simple jetzt abfangen. Er muss schauen, dass da nichts durchkommt. Simple zum ersten. Absolut sauber. Der zweite fällt nicht. Jox kommt kurz zurück und nimmt sich seine an. Aber das sind 3 gegen 3 Situationen und das ist ein relativ normaler Retake. Ja, vielleicht gleich nicht mehr. Flamey umläuft Jox. Sehr krass gespielt von Flamey. Jox hat ihn kurz aus den Augen verloren und das hat Flamey gereicht, um sich durchzusneaken und wieder von hinten reinzukommen. RPK und Body wissen, dass diese Runde sehr wichtig ist, aber können sie da wirklich noch gewinnen? Sie versuchen es auf jeden Fall. Sie haben noch eine Smoke für die Bombe. RPK ist da. Body mit seinem bekannten Smoke-Aim. Er kriegt Guardian direkt raus. Flamey aber mit dem Headshot und Edward ist auch da. Schön gemacht nochmal von Navi. Es wurde nochmal knapp. G2 ist immer noch nicht fertig mit diesem Spiel. Sie wollen auf jeden Fall mit allem, was sie können, jetzt ihren dritten Win und damit auch höchstwahrscheinlich die Qualifikation zu den Playoffs schon mal sichern. So, und jetzt kommt der Timeout. Es wurde irgendwie gesagt, dass das letzte wahrscheinlich eine technische Pause war. Habe ich mir sagen lassen. Ohne Gewehr. Aber... Ja, nicht nur G2 ist ohne Gewehr. Ich wusste, dass sowas kommt. Ich hätte eigentlich lieber ohne Garantie gesagt, aber dann dachte ich mir, forderst du es mal heraus. Ich bin immer da. Immer da für die, ja. Für die Puns. Ich bin immer hier. Für die ganz guten. Für die flachen Bälle bin ich da. Das ist meine Zuständigkeit. So, das ging fix. Das war dann... Ich weiß es nicht, was da los ist mit den Pausen. Das ist so schwer. Ich bin noch nicht ganz schlüssig. Was haben manchmal wir denn jetzt hier? Manchmal fragen sie ja. Haben sie jetzt ein oder zwei? Das waren so 30 Sekunden Pausen. Haben wir eine lange, eine kurze? Oder vielleicht haben sie keinen Bock auf 30 Sekunden dafür, Pausen. Dass sie diese 30 Sekunden Pausen haben, ist das jetzt ganz schön wenig, die wir genutzt werden. Mehr oder weniger nur eine pro Team meistens. Ja, Jungs, Pause. Ja. Und was los? Ja, lass mal wieder treffen. Ja, okay, gut. An Pause. Ja, und nutzen die Teams nur diese eine, bei der sie mit dem Coach reden können? Sind die anderen egal? Nehmen sie die nur, um vielleicht das Momentum zu blocken? Vielleicht nehmen sie nur eine Pause und reden mit dem Coach und alle anderen sind ihnen, die bringen ihnen nichts. Oder so, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Da müssen wir mit den Teams mal reden. Gut. Wir sind aber wieder voll im Game. G2 mit dem Force Buy, also es könnte definitiv auch eine taktische sein, damit sie halt sagen können, okay, Jungs, kurz Pause, wir haben nicht so viel Geld, aber wir haben genug Geld für ein Buy. Wer kauft was? Die wo geht da hin? Die war auf jeden Fall taktisch. Ja. Hat er ja geschrieben, Timeout. Ja, genau. Ich wollte das nur nochmal bestätigen. Oh, und Simple, oh mein Gott. Ah, das ist natürlich ein denkbar schlechter Start jetzt in diese Runde für G2. Mit Simples Double Kill kann man den Spot schon fast angreifen. Body. Jetzt muss er aber hier komplett eskalieren, wenn das noch was werden soll. Er wird überrannt. Body zum zweiten. Hat auf jeden Fall gut Zeit rausgespielt. Dann kommt Simple mit Nummer 4 schon. Simple wieder völlig wahnsinnig. Und jetzt möchte er das Ace haben. Scheiß doch auf das Ace, Simple. Guardian schießt ihn das Ding vor der Nase weg. Anti-Mate. Aber die Runde hat er trotzdem geholt. 15 zu 10. Navi kämpft sich zurück aus dem 6-9 Rückstand zum 15 zu 10. Nehmen G2 Esports hier auseinander. Und damit hätte ich nicht gerechnet. Mit 11 aus den letzten 12 Runden bei Navi. Ja. Also die Tour hat lange kein Land mehr gesehen. Ja, und Simple carried sich aber auch einen ab, das muss man auch sagen. Ja, schon wieder so eine krasse Sache gebracht. Dem willst du jetzt echt nicht im Dunkeln begegnen. Tja, mal schauen, ob sich G2 da nochmal retten kann. 5-mal Farmers, wenig Granaten. Wirklich angenehm ist das hier natürlich nicht. Ja, da haben sich die Farmers schon gemeldet. Also der wäre mit der M4 wahrscheinlich down gewesen, ist Simple. Ja. Aber zumindest hat er ihn low geschossen. Das bedeutet, dass Simple jetzt nicht mehr komplett eskalieren kann.
Nur noch, wenn vorher Teammates reinrennen für ihn. Das wird zwar auch der Fall sein, aber die werden höchstwahrscheinlich selber noch ein paar Kills abräumen. Hier Flamey raced schon auf Alang zusammen mit zwei anderen Mates. Schön gemacht. Mutige Aktion von Smith eigentlich. Und der Flash durch den Molotov durchzurennen. Flamey räumt auch weiter auf. Und jetzt haben sich auch alle anderen Navi-Spieler wieder ins Spiel zurückgebracht. Simple setzt nochmal einen nach. Und bei ihm ist das Aiming auch einfach on point. Da ist er wieder. Der Simple-Faktor. Wie oft kann er das jetzt noch bringen? Navi braucht ihn auf jeden Fall noch mindestens zweimal, noch einmal mindestens. Sie haben ja jetzt gegen Tainu gewonnen, gegen Astralis und Liquid verloren. Jawohl. Sie spielen jetzt dann noch gegen Immortals. GG, nebenbei. Und, ja. Gut, also das ist gerade...